Moin Moin, ein Wort von mir heute einmal zu dieser Bite, wie oder wie auch immer man sie möchten, nennen möchte. Ist eine Standard-Zahnbürste mit elektrobetriebenem Akku, der integriert ist. Und wir schauen doch einfach hier mal in das Paket rein und sehen, was uns hier eben erwartet. So. Den Müll tun wir mal zur Seite. So, das Ganze öffnen wir hier oben anscheinend. Im Prinzip sollte das Ganze eine Reisebürste werden bei mir, weil ich nicht immer meine ganze Bürste da vorbereiten möchte. Wir haben hier noch zwei Pakete. Okay. Und ja, ich hatte mir ein ähnliches Modell bestellt, das ist das rosa Modell. Wollte meine Freundin gerne haben. Und hier ist es dann auch schon. Ist erstmal relativ simpel gehalten, hat entsprechend auch Aufsätze. Hier ist einer davon, können wir ja mal zur Hand nehmen. So, den stecken wir hier oben drauf. Das Ganze wird drauf gedreht. Vielleicht kann man das sehen. Hier ist dieser kleine Haken oder Nase, die muss rüber gedreht werden, dann rastet das ein. Hat sogar kleine rosa Bürsten, die sind nicht zu hart, das macht einen ganz soliden, vernünftigen Eindruck. Und wie wir hier sehen können, haben wir hier unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten. Einmal white, was immer das bedeuten mag, dann einmal sauber, also weiß und sauber ist ein Unterschied anscheinend. Dann einfach nur sanftes, dann polieren und Gum Care ist meiner Meinung nach mit das Interessanteste und Wichtigste, denn da geht es eben um die Zunge. So, das Ganze, wenn es an ist, sehen wir schon, leuchtet dann auf. Und wenn wir da durchschalten, kommen wir da durch die unterschiedlichen Modi und man hört es auch ganz gut in der Vibrationsart, dass da ein Unterschied eben vorliegt. So, wir schauen nochmal, was hier noch in dieser zweiten Box ist, weil das irritiert mich tatsächlich ein bisschen. Wird ja keine zweite Bürste drin sein. Okay, hier sind noch ein paar Ersatzbürsten. Und was habe ich hier unten? Das ist die Halterung zum Aufstellen und noch ein paar weitere Ersatzbürstenköpfe. Also da ist man auf jeden Fall sehr gut aufgestellt, was Ersatzbürsten angeht. Dann braucht man erstmal keinen Ersatz und auch sonst optisch eben, wie gesagt, ganz hübsch und für die Reise auf jeden Fall eine günstige, nette Alternative, die man hier eben zurückgreifen kann und dem soll dann auch so sein.